Ja. Lebst du noch? Nein, ich bin ein bisschen tot. Ja. Aber wir wissen auf jeden Fall schon mal, wie wir ins Ziel kommen. Ja. So, Hallöchen und herzlich willkommen zurück zum 18. Teil von Portal 2. Zwei völlig doofe Androiden versuchen, Aufgaben zu lösen. Und einer der doofen Androiden ist unser Marc. Hallöchen. Hallo, Fussel. Hi. Hallihallo. Ja, wir sind ja immer noch hier dran. Ja. Nervenwirbel, aber wir haben natürlich eine Idee. Genau, interessant ist immer, dass kurz nachdem wir die Aufnahme beenden, plötzlich die Idee da ist, ne? Ja, so, dass man eigentlich hätte in 20 Sekunden später die Folge beenden können, aber nein. Genau, denn Lösung ist sowas von banal einfach, aber wie das so ist, man braucht erstmal Abstand zu den Dingen. So, ja, dann fangen wir einfach mal an, ne? Genau. So. Das ist natürlich jetzt die falsche Richtung, finde ich, aber okay. Ist das so? Ja, du kannst weiterlaufen, ich krieg das schon hin. Okay. Weil das Problem ist, ich muss dich ja im richtigen Moment schicken, ne? War es der richtige Moment? Super. Ja. So, dann macht er dasselbe Spiel jetzt einmal mit dir, ne? Ja, die Frage ist, müssen wir das? Ja, wir müssen gleichzeitig hier oben sein. Warum? Weil das so ist. So, geh da hoch. Wo muss ich denn meine Portale hinsetzen? Du musst erstmal hoch, ach so, ne? Ich muss erstmal hoch. Dir. So. So, jetzt machst du. Also du musst genau und da in das Rote musst jetzt immer reinrennen. Da musst du reinrennen ins Rote. Nimm aber den richtigen Moment bitte, ja? Mhm. Mhm. Alter, bist du vor die Wand geflogen. Das ist egal. Geschafft, oder was? Ja, hier liegt ein Würfel. Der sieht übrigens auch anders aus. Selbst der Würfel sieht anders aus. Ja. Also es hat sich nicht nur die Location, sondern auch des Tempos bei diesen Tests, glaube ich allmählich, ihr teilt meine Hingabe für die Rettung gefangener, weinender, verletzter, sterbender Menschen nicht. Wenn euch das nicht motiviert, dann weiß ich auch nicht. Ist das ein zartes Meckern, dass wir ein bisschen lange gebraucht haben? Ich weiß es nicht. So. Oder Glarus möchte einfach nicht, dass wir die Menschen retten. Das kann ich mir auch gut vorstellen. Das ist die hasst Menschen, ganz klar. Ja. Sie ist schuld. Sie, Glarus. Auch, habt dass das Level so schwer war. Gesehen? Sie sind genau, wie man es sich vorstellt. Übelriechend, widerlich, anstrengend. Manchmal möchten sie einen auch umbringen. Aber sie sind tolle Testsubjekte. Da stimme ich ihr ja wieder unumwunden zu. Menschen sind wirklich widerlich. Ja, ehrlich. Ja, ja, ja. Ein Laserstrahl. Ja. Jo, hätte ja klappen können. Nochmal, bitte. Hui. Ja, das sieht doch gut aus. Wofür ist das Ding hier? Ich habe einen Würfel ausgelöst. Das erinnert mich irgendwie an die letzten Folgen. Wenn die Welt nicht besteht, befreien wir die Menschen nie. Bist du da? Warte, ich kann ihn holen. Wo muss er hin? Ich habe keine Ahnung, aber wir haben einen Würfel. Woo!
Also ich habe ein bisschen Sorge, weil der Ausgang wird von mindestens sechs schießwütigen Viechern getroffen. Ne? Siehst du die? Ja, ne? Das ist schön. Man könnte ja den Laser dafür benutzen, um die ein bisschen wegzugrillen. Die sind ja ziemlich genau auf einer Ebene mit dem Laser. Mhm. Dann ist natürlich die Frage, wie machen wir das? Keine Ahnung. Ich auch nicht. Ich mach mal einen Selbstversuch, ja? Wie weit komme ich wohl? Sehr weit. Bis ins Ziel, sag ich, wenn du jetzt rennst. Einfach geradeaus rennen. Ja. Lebst du noch? Nein, ich bin ein bisschen tot. Ja. Aber wir wissen auf jeden Fall schon mal, wie wir ins Ziel kommen. Ja. Beziehungsweise wie nicht. Nee, doch, so kommt man ins Ziel. Das ist schon mal in Ordnung, so kommen wir ins Ziel. Die nächste Frage ist, wie kriegen wir diese Scheißroboter da oben weggesenzt? Wie kriegen wir die weggesenzt? Ich weiß wie. Ich weiß wie. Also ich weiß wirklich wie. Ja, dann mach doch. So. Okay, anscheinend doch nicht ganz zu 100%. Was hältst du denn? Ja, so mal unter uns. Ja. Von folgender Lösung. Nimm deinen Würfel, du gehst darüber, renn aber noch nicht los. Lass dich nicht zerschneiden, jetzt renn mal. Ah, das ist eine super Idee. Bin gut, ne? Blöd halt nur, dass der Würfel das nicht mitmacht. Aber die Idee fand ich geil. Das macht dir Spaß, ne? Ja, das ist echt cool. Ja, die Frage ist halt nur, wie kriege ich den Ball mit hier rüber? Oder ich bringe mir den Ball vorher einmal selber hier hin, nehme den dann mit und halte ihn dann ins Laser, in den Laser, nicht ins Laser. Na gut, dann spring da nochmal rein, bitte. Nochmal? Versuch mal in dem roten Loch wieder rauszukommen. Drück auf den Knopf ruhig. Sehr gut. Mist, noch einmal. So. Alle tot? Macht den Eindruck. Haben wir das so durch, oder? Ja, mach's gut. Hier komme ich wieder. Gut, danke. Bitte.
gute Sache gewesen. Ja, den Rest wie gehabt, ne? Ja, Rest wie gehabt, genau. Fertig? Du darfst. Du so, hast dir Portale mich. Gemacht? Ich bin schon hier drüben, genau. Einmal hier und einmal da. Portale stehen. Und los! Hoffe, die richtigen. Noch zwei Tests, bis wir bei den Menschen sind. Seid ihr auch schon so aufgeregt? Ja, schon ein kleines bisschen. Also, wenn es jetzt hier wirklich Menschen gibt, bin ich mal gespannt, wie die aussehen. Und die sind bestimmt tot. Was die von uns halten. Wahrscheinlich. Kommen wir da hin und denken, ah, wir retten die und die so, ihr bekloppten Roboter, wir haben gerade versucht, GLaDOS auszuschalten, die Vernichterin der Welt. Seid ihr denn bescheuert? Genau, irgendwie sowas. Ihr blöden Mistkugeln, irgendwie sowas. Genau. Hey. Ich rechne mit dem Schlimmsten, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Mistkugeln mit F wieder, ne? Mistkugeln mit F, ja. Ist das dann nicht eine Fudel? Das ist eine Fistkugel. Wer macht denn sowas? Ja, ja, da kommen die Hobbys raus. Nach diesem ja. folgt nur noch ein Test. Ich weiß, eure Kerne entstammen Taschenrechnern, geeignet für simple mathematische Aufgaben und nicht für Tests. Doch wenn wir die Menschen retten können, dann lasse ich euch etwas addieren. Wer weiß, vielleicht sogar subtrahieren. Boah, mehr subtrahieren geht gar nicht. Da geht mir so eine ab. So nicht. Nee, also Multiplikation, okay, aber Subtraktion kann ich gar nicht. Pfui. Will ich auch gar nicht. Nee. Oh, das ist ja wie... Wie Schule. Du hast jetzt Schule gesagt, ne? Ja. Gut. Was denn? Ich hab nicht... Nein. Ich hab nichts angedeutet. Überhaupt nicht. Ja. Weißt du denn, wo der Würfel herkommt, der hier hinten rein muss? Ja. Da war er. Ah, ich weiß. Das wird aber eine haarscharfe Sache. Kannst du auf die Gitter vielleicht noch mal ein bisschen Speed machen? Speed-Soße? Auf Gitter geht kein Speed. Aber ja, ich kann es versuchen. Für dich. Auf welche Gitter? Einmal auf die Schräge brauche ich das Portal. Entschuldige, falscher Knopf. Da jetzt nochmal. Ne. Fliegt durch. Ach, ich habe eine andere Idee. Please have a look. Du weißt Bescheid? Also du willst auf Geschwindigkeit kommen, das ist mir schon klar, aber... Die Gitter haben eine begrenzte Zeit, das heißt, ich habe keine Chance, durch dieses Portal da durchzuschießen, um da oben oder dir in den Weg irgendwas zu machen. Du drückst auf den Gitterknopf, läufst hier rüber, über diese Geschwindigkeitsspur und was? Schießt hier das andere Portal hin, sodass ich dann mit der Geschwindigkeit hier rausfliege. Na, das ist gut. Genau, das muss eins muss schon hinmachen. Ich bin auf Geschwindigkeit. Aber so muss ich Geschwindigkeit aufbauen. Na, du bist fertig? Ja. Fuck, voll davor gerannt. Ja, ich hab schlecht gezielt. Das ist gar nicht so einfach, du.
Geschwindigkeit habe ich. Ja, und jetzt muss ich... Ne? Ja, den Knopf drücken. Schnell weg. Ja, alles gut. Jetzt kann nichts mehr passieren. Ach, das ist ja easy. Natürlich. Falls ihr wegen der Menschen, nein. Nicht alle sind Monster. Ja, nicht alle. Die meisten sind gute Testsubjekte. Sehr gute. Ich glaube, auf 1 Million gute Testsubjekte kommt etwa ein Monster. Das musst du sein. Was meinst du jetzt mit Monster? Keine Ahnung. Okay. Komm, nächste Aufgabe. Schaffen wir? Weiß ich nicht. Wir sind bei 15:30. Schweigen. Stimmung. Die Menschenkammer liegt gleich hinter der Öffnung. Die Tür öffnet sich nicht, obwohl ich den Code eingegeben habe. Ihr müsst nun also das manuelle Schließsystem direkt an der Tür bearbeiten. Ja, dann machen wir das doch, oder? Ja, die Frage ist, machen wir es noch in dieser Folge oder tatsächlich erst in der nächsten? Also ich hätte es in der nächsten gemacht. Ja, dann machen wir das doch. Ja. Ja? Ja. Wer ist dran? Wahrscheinlich einfach ich. Deswegen. Guck mal, da ist schon einer, der wieder auf uns schießen möchte. Ich glaube, da. Ja. Oh. Oh. Na toll. Oh. Möchtest du jetzt abmoderieren oder weitermachen? Ach komm, wir machen das in der nächsten Folge. Also, würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Schönen Morgen, Mittag, Abend, wie immer. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Winke, winke. High five. Tschüss. Bis dann. Tschüss.